Die einen sind sicher auch schon fleissig am Dekorieren von der Weihnachts- oder sogar Winterdekoration, die man noch ein länger haben will. Ich habe für mich einen Winterwunder-Glitzerwald, den ich aufstellen möchte. Und das habe ich mit Gunidekorfarben und einem Eiskristall gemacht. Ich habe hier bereits einen Styroporkegel vorbereitet, den ich mit dem Rubbelgall und einem Holzspiesschen angeleimt habe. Und habe mir Gunidekorfarbe Rostrosa vorgenommen mit dem Perleffekt. Bereits habe ich hier den Eiskristall mit dem Kübeli parat, wo ich nachher gerade das Glitzer drüber tue. Ich sage immer, Glimmer geht immer. Ich muss einfach Freude daran haben. Man kann es auch nur so einfärben. Ohne Glitzer. Aber mir gefällt es halt, wenn es noch so ein bisschen Weihnachtszeit und Winter ein bisschen glitzert. Jetzt tue ich hier den ganzen Kegel mit dieser Goni-Dekorfarbe einstreichen. Von oben bis unten. Unten durch auch noch, dass man das Weiss nicht mehr sieht. Dann ist ein bisschen Farbe drauf. Und wir können abziehen von unten durch. Dann muss ich da wahrscheinlich den Styroporkegel ein bisschen richtig anleimen. Den hat man jetzt hier noch nicht so gut. So. Für euch zum Zeigen kann ich jetzt das hier oben durch machen. Jetzt kommt hier der ganze Glitzer noch drauf. Den Rest noch etwas abschütteln. Das kann ich alles wieder ins Döschen retour tun. Und schon habe ich meinen Glitzerwald, den ich draussen mit einem kleinen Plätzchen noch aufstellen kann, der im Schermen ist.